Unsere Themen am Freitag. Kundenbüro am Busbahnhof wird geschlossen. BMX-Bahn mit neuem Konzept. Und Sommerfest für Jung und Alt. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Am Rande einer Belegschaftsversammlung im Kraftwerk Jenschwalde gab Vattenfall-Vorstand Zeiss nach RBB-Angaben heute den weiteren Fahrplan für den Verkauf der Braunkohlesparte bekannt. Bis September will der Konzern alle Verkaufsunterlagen fertiggestellt haben. Bisher soll es 2 Interessenten geben. Der Verkauf selbst soll bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen werden. In unserer Region sind rund 15.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom kommenden Eigentümerwechsel betroffen. Eine Veränderung gibt es auch am Cottbuser Busbahnhof, wenn auch mit weit weniger gravierenden Folgen. Die Türen des Kundenbüros in der Marienstraße öffnen sich nächsten Mittwoch zum letzten Mal. Wer Fahrkarten kaufen und sich beraten lassen möchte, kann das dann nur noch im Kundencenter in der Stadtpromenade tun. Die Gründe für die Schließung liegen auf der Hand. Ja, wir haben festgestellt, dass sich die Kundennachfrage ganz stark auf die Stadtpromenade verlagert hat und wir wollen unser Personal dort jetzt zusammenziehen, um dann noch besseren Service bieten zu können. Das im Dezember 1990 eröffnete Kundenbüro müsste für eine weitere Nutzung umfangreich modernisiert werden. Der Aufwand würde sich nicht lohnen. Schülerjahreskarten zum Beispiel bekommt man aufgrund der langsamen Internetleitung eh nur noch in der Stadtpromenade. Daher liegt es nahe, die Kundenbetreuung im Herzen der Stadt zu konzentrieren. Die Reisenden sind da eher geteilter Meinung. Finde ich blöd. Ja, wie sollen wir denn Fahrscheine kaufen, oder? Na, dann muss ich beim Busfahrer bezahlen. Der muss er das machen. Ob denen das gefällt, ist eine andere Frage. Ja, mein Gott, ich hab's nicht weit. Mir ist es egal, ob ich da hingehe oder zur Stadtpromenade. Und das ist nicht in Ordnung. Also das gehört eigentlich zum Busbahnhof dazu. Das ist Kundenservice. Fahrkarten für Bus und Bahn sind immer noch am Automaten an der Straßenbahnhaltestelle oder direkt beim Busfahrer erhältlich. Doch wer eine umfassende Betreuung wünscht, wird ab nächster Woche nur noch im Kundenzentrum in der Stadtpromenade fündig. Das urplötzlich an der östlichen Seite der Stadthalle aufgetauchte Loch wurde heute erneut untersucht. Aufgrund der Befunde wird vermutet, dass bei den dort laufenden unterirdischen Bohrungen eine alte, in den Plänen nicht markierte Baugrube getroffen wurde. Dadurch kam es zu Einbrüchen im Baugrund. Eine komplette Auswertung soll am Mittwoch kommender Woche vorliegen. Dann wird entschieden, wie und wann der Schaden behoben werden kann. Die Lausitzer Wassergesellschaft betreibt in diesem Bereich den Bau eines Mischwassersammlers. Ja, und auch die folgenden Kurznachrichten beginnen mit einer Baustelle. Neue Großbaustelle in Altschmellwitz. Ab Montag wird es im Cottbuser Norden eine neue Großbaustelle geben. In der Schmellwitzer Straße zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Schmellwitzer Schulstraße erneuert die Lausitzer Wassergesellschaft die Trink- und Abwasserleitungen. Deshalb wird die Straße einseitig statt einwärts gesperrt. Davon ist auch die Straßenbahn betroffen, so wird der Straßenbahnverkehr der Linie 1 eingestellt und durch Schienenersatzverkehr ersetzt. Alle Informationen zu den Änderungen gibt es auf cottbusverkehr.de. Die Baustelle wird voraussichtlich 4 Monate andauern. Ein Wochenende im Zeichen des Tischtennis. Das ganze Wochenende über wird die Lausitz-Arena zum Tischtennis-Mekka. Hier findet das ITAC 15,
das internationale Tischtennisturnier Automation Cottbus 2015 statt. Heute startet das Turnier mit dem Teamwettbewerb. Am Samstag folgen die Gruppenspiele der Vorrunde im Herren-Einzel und die Spiele des Herren-Doppel. Am Sonntag gibt es neben den Endrunden im Herren-Einzel und Doppel eine Tischtennisshow mit Promispiel. So werden der Oberbürgermeister AD Frank Szymanski und der polnische Ex-Nationalspieler Lucian Blaszczyk die Kelle schwingen. Es wird die 27. Auflage des Turniers. Cottbusser Kinderfestival feiert Jubiläum. Vom 20.07. bis 24.07. wird es wieder das traditionelle Cottbusser Kinderfestival geben. Bereits zum 20. Mal veranstaltet die PWBG GmbH das Fest auf dem Sportgelände in der Possenaner Straße. Neben einem Showprogramm mit Musik und einem Auftritt des Kinder- und Jugendensembles wird es auch wieder einen Mitmachzirkus geben. Die 20. Auflage des Festivals wird allerdings auch die letzte sein. So verabschiedet sich die PWB nach 20 Jahren mit der Abschiedsgeburtstagsparty von den Ferienkindern. In Cottbus und in anderen Brandenburger Städten gibt es derzeit keine Deutschkurse für Flüchtlinge und Asylbewerber. Auf diesen unhaltbaren Zustand haben heute die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Martina Münch und Kerstin Kircheis hingewiesen. Bereits im Mai sind die dafür vorgesehenen Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds ausgelaufen. Das Erlangen der Sprache sei jedoch die entscheidende Voraussetzung für eine gelungene Integration, so Dr. Martina Münch. Sie fordert die zuständige Sozialministerin Diana Golze auf, eine Lösung für die Finanzierung zu präsentieren. Durch die Kommunen allein sei das nicht zu stemmen. Jedem, der täglich in Cottbus über die Tangente fährt, sind sie mit Sicherheit schon aufgefallen. Die Berge und Täler der kurvenreichen BMX-Strecke. Auffällig ist es aber auch, dass dort meist recht wenig los ist. Freizeitsportler müssen draußen bleiben. Seit Oktober 2014 sind die Tore der BMX-Anlage am Stadtring zu. Nur Profis dürfen hier noch trainieren. Das lag zum einen an Bauarbeiten auf der Anlage. Sie steht auf dem ehemaligen Gelände des Potsdamer Chemiehandels. Im Zuge der Altlastensanierung mussten alte Filterbrunnen freigelegt werden. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Ralf Zwoch ist Leiter des Sportstättenbetriebes der Stadt. Er erklärt, dass die Entscheidung auch sportliche Gründe hatte. Die zweite Geschichte ist die, dass auch der leistungssportliche Charakter hier im Vordergrund steht, wegen Rio de Janeiro. Die Lausitzer Sportschule und auch der Olympiastützpunkt tragen hier ihre Trainings- und auch Trainingswettkämpfe aus. Die Bahn wurde natürlich dann auch stetig modifiziert, modelliert, ein bisschen gefährlicher gemacht. Das bietet bessere Bedingungen für Leistungssportler. Das Risiko für Hobbyfahrer wurde aber schlicht zu groß. Gefahren wird hier nur noch unter Aufsicht. Grundsätzlich möchte ich sagen, es ist kein Spielplatz. Es ist eine Sportanlage, die einen gewissen Schwierigkeitsfaktor hat, aber natürlich auch für alle anderen, für Jugend und Cottbuser Jugend, Breitensport zu öffnen ist, unter Aufsicht. Übungsleiter, Trainer bis hin zum RSC und zum Olympiastützpunkt Cottbus, die dann das eben hier weiter tragen wollen. Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es daher ein neues Nutzungskonzept. Wer die Anlage nutzen will, kann das im Rahmen des Vereinssports. Zudem bietet der RSC jeweils dienstags und donnerstags Trainings für Anfänger an. Ab sofort gibt es wieder das sogenannte Pückler-Ticket. Es bietet für die Cottbusser und ihre Gäste die Möglichkeit, mit einem Fahrschein kreuz und quer durch die Stadt zu fahren. Zugleich erhält man damit Ermäßigung für verschiedene touristische Höhepunkte, wie Stadtführungen, einen Besuch im Planetarium oder das Schwimmen in der Lagune. Das Ticket für einen Tag kostet 3,10 Euro für Erwachsene und 2,30 Euro für Kinder. Es kann unter anderem an den Ticketautomaten im Kundenzentrum von Cottbus Verkehr sowie im Bus und Bahn erworben werden. Sommerzeit ist Partyzeit und am besten feiert es sich immer noch nach erfolgreich getaner Arbeit. Vor gar nicht langer Zeit sah es hier noch so aus. Überall herrschte das Chaos. Vor fast genau 3 Monaten ist das Familienzentrum der Caritas umgezogen. Von der Straße der Jugend ging es in die ehemalige Geschäftsstelle Mitte der EG Wohnen. Also erstmal sind wir stolz, wirklich, und das möchte ich im Namen der EG Wohnen nochmal betonen, dass wir die Caritas gewinnen konnten an diesem Standort.
Wie schon vielfach publiziert und veröffentlicht, war das ja mal eine ehemalige Geschäftsstelle von unserem Haus. Und das ist ein wunderschöner Standort, gerade hier im Wohnquartier mit vielen lieben Mietern, Anwohnern, Genossenschaftsmitgliedern. Egal ob jung oder alt, Generationen können sich hier treffen. Schon seit April nutzt die Caritas hier die Räumlichkeiten. Neu sind jetzt auch die Seniorennachmittage. Aber nicht nur Rentner sind dazu gekommen. Mittlerweile konnte die Regionalstellenleiterin Bettina Schwarz auch in allen anderen Bereichen des Familientreffs Zuwachs verzeichnen. Natürlich waren es in den ersten Wochen die Besucher, die wir aus der Straße der Jugend 63 mitgenommen haben. Das war ganz klar. Aber es hat sich dann gezeigt, dass die Neugierigen sich trauen, über die Schwelle zu kommen. Und auch gerade Kinder und Jugendliche sind es schon an einigen Tagen immer mal mehr geworden. Zusammen haben alle am Nachmittag auf das neue Haus angestoßen. Zu einer katholischen Einrichtung gehört aber auch eine Einweihung. Propst Thomas Besch hat das neue Haus gesegnet und die Hausinschrift angebracht. Für die Kleinen ging es dann draußen auf der Hüpfburg oder beim Schminken weiter. Immer bei den Kindern und Jugendlichen dabei ist Hausleiterin Tina Richter. Sie freut sich schon auf die bevorstehenden Aufgaben. Also vor allem freue ich mich auf die Aufgaben mit den Kindern und Jugendlichen in der Schule und vor allem aber auch mit den Familien. Wir sind alle eins hier drinnen und das vermischt sich und das vermengt sich und das ist immer schön zu sehen, wie die Großen von den Kleinen lernen, aber auch andersrum, ne? Und unsere Jugendlichen und unsere Kinder, die schlüpfen dann auch gerne mal immer noch in die Geschwisterrolle rein und das ist einfach ein ganz schönes Bild, was sich hier ergibt. Und um die kostenlosen Angebote weiterhin anbieten zu können, sind Ehrenamtliche immer gern gesehen. Wer die Caritas also auch unterstützen will, kann sich einfach bei der Hausleitung melden. Das war sie, unsere Freitagssendung. Mit ein paar tierischen Impressionen aus einem blühenden Lavendelfeld wollen wir Sie zum Abschluss auf das Sommerwochenende einstimmen. Vielen Dank an unseren Zuschauerreporter Rudolf Fischer für die Aufnahmen. Ihnen zwei schöne freie Tage. LTV aktuell gibt es am Montag wieder. Bis dahin, tschüss und schönen Abend. Mit diesem Angebot der Woche wird jeder zum Bar- und Küchenkeeper. Der Philips Avance Collection Standmixer ist ein Muss für jede Küche. Mit seinem 2 Liter Glasbehälter könnt ihr alle Zutaten, egal ob heiß oder kalt, verarbeiten. Betrieben wird er von einem 800 Watt Motor für maximale Effizienz. Und durch den Geschwindigkeitsregler hier habt ihr die Möglichkeit, noch mehr Zutaten und noch mehr Rezepte auszuprobieren. Damit ihr auch wirklich jede Zutat klein bekommt, hat der Mixer ein ProBlend 6 Messer. Damit könnt ihr sogar euer eigenes Crushed Eis machen mit der Crushed Eis Taste. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, denn mit der Smoothie-Taste könnt ihr ganz nach eurem Gusto euren eigenen Smoothie kreieren. Das Besondere an diesem Mixer ist, dass das Messer nicht mittig sitzt, dadurch wird dann die Strömung im Glasbehälter optimiert. Und
wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Einzelteile ganz einfach in die Spülmaschine stellen, denn die sind alle spülmaschinenfest. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 55 Euro. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Bei wechselnder Bewölkung werden für die Nacht und die Morgenstunden örtlich Schauer und Gewitter erwartet. Dabei bleibt es aber mit 16 bis 18 Grad sehr mild. Der Samstag bringt uns einen Sonne-Wolken-Mix. Im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung wieder zu und es kommt zu kräftigen Schauern und Gewittern. Örtlich besteht Unwettergefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Der Blick auf den Sonntag, immer noch einzelne Schauer oder Gewitter um 25 Grad. Gehen Sie auf Entdeckungstour mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz. Auf urlaubsreichaktiv.de finden Sie die schönsten Rad- und Wandertouren vom Spreewald bis ins Seenland. Ob Sehenswertes oder Freizeitspaß, Tipps entlang der Strecke führen Sie zu interessanten Orten. Mit der kostenfreien urlaubsreichaktiv.de App haben Sie alle wichtigen Infos zur Tour auf dem Smartphone immer dabei. Mit dem praktischen Faltplan zum Ausdrucken können Sie auch alle Touren ohne Smartphone erkunden. Radfahren und Wandern in der Lausitz? Natürlich mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz. Die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Herr Jennecke, was ist denn das Besondere an der Hagebutte? Mit dem hohen Gehalt an Vitamin C und Mangan bei einer ausgeglichenen Ernährung kann ich optimal die Gleitfähigkeit und Flexibilität von Gelenken erhalten. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.